Hallo, ich bin Malcolm Douglas. Die meisten meiner Abenteuer erlebte ich ganz oben im Norden Australiens. Auf Cape York, im Arnhem-Land, im Kimberley-Gebiet und natürlich in der Wüste weiter im Westen. Aber es gibt auch einen anderen Teil Australiens, der mich schon immer fasziniert hat. Die Inseln der Bass-Meerenge. Und so will ich diesmal in einem großen Schlauchboot von der Port Phillip Bay hinunter zum Wilson's Promontory fahren, hinüber zu den Kent Islands, den Flinders Islands, der Cape Barren Insel und schließlich die Küste Tasmaniens hinunter bis Hobart. Es wird eine großartige Reise werden. Ein bisschen gefährlich vielleicht, aber ich freue mich riesig drauf. So, was bleibt, ist das Boot zu verladen und eine Genehmigung von der Polizei zu bekommen, dieses verdammt große Ding durch den Verkehr von Melbourne zu bugsieren. Und danach brauchen wir es nur noch in Port Phillip Bay zu Wasser zu lassen. Nach zahllosen Telefonaten und stundenlangen Beratungen erhält Malcolm endlich die Freigabe für den überbreiten Hänger. Und einige Tage später trifft er in Melbourne ein. Mit Warnblinklicht, aufgeblendeten Scheinwerfern und roten Flaggen wird die Überbreite angezeigt. Und so bleiben die übrigen Fahrzeuge in gebührendem Abstand. Malcolm und seine Mannschaft verlieren keine Zeit und lassen in Port Phillip Bay das Boot unverzüglich zu Wasser. Es ist ein 7 Meter langes Zodiac-Schlauchboot mit einer speziell eingebauten Mittelkonsole. Nach der Fahrt von Sydney hierher in den Süden will Malcolm unbedingt eine Probefahrt absolvieren. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten in unbeladenem Zustand lässt sich das Boot bemerkenswert gut manövrieren. Malcolm ist zufrieden, aber es ist auch ein gewagtes Unternehmen im offenen Boot nach Hobart. Das große Schlauchboot muss beladen und immer wieder umgepackt werden, bis alle Ausrüstungsteile sicher verstaut und geschützt sind. Mark Anderson und Mark Stratton, die mit Malcolm das Team bilden, verladen eine Gesamtmenge von 650 Litern Treibstoff für die erste Etappe der Reise. Die Fahrt nach Süden zum Eingang der Port Phillip Bay ist anfangs sehr angenehm. Dann aber wühlt der Südwind plötzlich das Wasser auf, es wird kalt und trüb. Die Männer ahnen zum ersten Mal, dass es eine raue, beschwerliche Reise werden wird. Am späten Nachmittag erreichen sie den Eingang zu einer Bucht, die allgemein der Riss genannt wird. Es ist eine gefährliche, unberechenbare Öffnung, in der sich die Brandung der Bass Strait auftürmt und bricht und gegen die zurückweichende Flut der relativ ruhigen Port Phillip Bay drückt. Die Männer suchen nach einem geschützten Ankerplatz für die Nacht. Alle blicken gebannt nach vorn, als Malcolm das Schlauchboot durch die Brandung steuert, hinein in tieferes Wasser, wo die Dünung weniger gefährlich ist. Es ist ein wunderbarer Tag, als auch die Krebsfischer hinausfahren, um nach ihren Fangkörben zu sehen. Nur noch wenig Wind geht und der Himmel klart auf. Sie folgen immer der Küste in südlicher Richtung und halten nur ein paar Minuten inne vor Cape Schenck, einer berüchtigten Gefahrenstelle. Dann gibt's eine sehr unruhige Fahrt zu den Robbenfelsen vor Phillip Island. Von gefährlichem Gewässer umgeben sind die kleinen Felsinseln sichere Zuflucht für die australischen Fur Seals, Pelzrobben. Beim Eintreffen des Schlauchboots flüchten die Robben ins Wasser und führen, die Besucher immer beobachtend, eine spektakuläre Wassershow vor. Die Robben scheinen Publikum so sehr zu mögen, wie es den Männern Spaß macht, die komischen Clownerien der wendigen Tiere zu verfolgen. Kurz nach der Besiedlung Australiens durch die Europäer wurden die Robben in vielen Teilen der Bass Strait fast bis zur Ausrottung gejagt, vor allem wegen ihrer Häute und des Trans. Jetzt sind sie geschützt und es gibt wieder große Robbenkolonien. Fur Seals sind Herdentiere, die buchstäblich aufeinander hocken. Die Weibchen kümmern sich äußerst fürsorglich um ihre Jungen. Jede Gruppe wird von einem großen, kräftigen und erfahrenen Bullen angeführt, der alle anderen Männchen fernhält von seinem Harem. Diese Jungrobben sind 3 Jahre alt.
Ein Jahr lang genießen sie den Schutz der Mutter und werden von ihr gefüttert. Während der Nacht dreht der Wind auf Nord und bringt ruhige See für die Küste. Das Boot hält sich dicht unter Land. Die Männer genießen die idealen Bedingungen. Später am Nachmittag erreichen sie die Inseln vor Wilson's Promontory, einem Vorgebirge. Der eindrucksvollste Felsen in der Anser-Gruppe ist der Skull Rock oder Schädelfelsen. Diesen hier geläufigen Namen bekam er wegen seines schädelähnlichen Aussehens. Die Westseite wird von einer mächtigen Höhle beherrscht. Aus einiger Entfernung sieht das Ganze noch spektakulärer aus. Das Boot bahnt sich seinen Weg durch eine weitere Robbenkolonie. Der australische Fur Seal besitzt starke, gut entwickelte Flossen, mit denen er notfalls auch steile Abhänge hinaufklettern kann. Robben gehören zu den reizvollsten Lebewesen in der Tierwelt. Die Nacht verbringen sie in der geschützten Oberon Bay. Und am Morgen, bei noch immer unveränderten Wetterbedingungen, bereiten sie sich auf die erste Etappe der Bass Strait-Überquerung vor. Es ist bitterkalt und da sie im offenen Boot reisen, ist wärmende, wasserdichte Kleidung unerlässlich. Die blaue Plane, nachts als Zelt genutzt, hält die Ausrüstung trocken und bietet den Männern Schutz vor Wind- und Gischtspritzern. Auf all seinen Fahrten muss Malcolm ständig auf der Hut sein. Ein Missgeschick oder ein Unfall passieren schnell. Die Gummischnur reißt und Mark liegt im Wasser. Instinktiv hält er sich am Boot fest. Mit den vielen Klamotten wäre er sonst sicherlich untergegangen. Eisige Winde trocknen die Haut aus und verursachen schmerzhafte Risse. Eine dicke Cremeschicht ist da schon sehr nützlich. Spielerisch umkreisen Delfine das Schlauchboot, als es nach Süden in relativ unbekannte Gewässer der Bass Strait einbiegt. Eindrucksvoll die zerklüfteten Gipfel der uralten Bergketten, die teilweise unter Wasser liegen, seit die Bass Strait am Ende der letzten Eiszeit überflutet wurde. Die Kent Islands sind eine Dreiergruppe, Deal, Dover und Erith. Eine tiefe Durchfahrt trennt die Inseln. Auf der einen Seite liegt eine stille Bucht, sicherer Ankerplatz und Schutzhafen für Fischer und Bootseigner. Ein so zauberhafter Platz mitten in der Bass Strait, das kommt völlig unerwartet. Die Erith-Insel wurde von den Stackhouses aus Flinders als Viehweide gemietet. Ihre kleine Farm schmiegt sich ins Gebüsch und ist bei schlechtem Wetter Anlaufpunkt für jedermann. Auf der anderen Seite der Durchfahrt liegt die Deal-Insel, deren höchster Punkt, 300 Meter über dem Meeresspiegel, einen Leuchtturm trägt. Mit Stan Day, dem Leuchtturmwärter, kommt man schnell in Kontakt. Man muss nur die steile, kurvenreiche Straße hinauf. Wallabies, Kängurus, normalerweise nachtaktiv, fressen hier unbeeindruckt den ganzen Tag. Stan und sein Schwiegersohn sind die beiden Leuchtturmwärter. Abwechselnd, sozusagen im Zweischichtsystem, sorgen sie dafür, dass das Licht nicht ausgeht. 1847 unter großen Anstrengungen gebaut, man setzte damals Strafgefangene und Ochsenkarren ein, schickt der Turm seit 140 Jahren seine Leuchtsignale weit hinaus. An solch einem klaren Tag ist die Rundumsicht einfach atemberaubend. Stan lebt seit 9 Jahren auf der Deal-Insel und meint, er sei der glücklichste Mensch der Welt. Er genießt die Einsamkeit, die Natur und den Kampf der Elemente. Das Herz der Anlage bilden 2 1000-Watt-Lampen. Eine ist in Betrieb, die andere steht in Reserve. Vor der Lichtquelle rotieren nachts große Flächen von Prismengläsern und wandeln die 1000 Watt in ein Vielfaches von Lumen.
Jeder Leuchtturm in Australien ist einmalig und ein Schiffsführer kann exakt seinen Standort bestimmen, wenn er nur die Informationen auf seinen Seekarten prüft und die Lichtblitze zählt. Den Deal Island Leuchtturm sieht man in einer klaren Nacht 50 Seemeilen weit. Am Tage werden die Prismen sorgfältig vor den Sonnenstrahlen geschützt. Um das günstige Wetter zu nutzen, beschließt Malcolm, die Reise fortzusetzen. Es wird eine ungestörte Fahrt in Richtung Süden zur Killiecrankie Bay an der Spitze der Flinders-Insel. Ein langer Tag geht zu Ende. Während seine Begleiter ihr Nachtlager an Land aufschlagen, schläft Malcolm immer im Schlauchboot. Denn wenn nachts Wind aufkommt oder das Wetter sich ändert, ist er sofort wach und kann entsprechend reagieren. Malcolm schafft sich den notwendigen Platz und rollt seinen Schlafsack aus. Bei rauer See ist es nicht gerade bequem. Um trocken zu bleiben, zieht er sich einfach die Plane über den Kopf. So, Killiecrankie Bay ist der erste sichere Ankerplatz nach der Überquerung der Bass Strait von Wilson's Promontory aus über Deal Island. Killiecrankie Bay ist einer der schönsten Plätze, an denen ich jemals gewesen bin. Es ist berühmt wegen der riesigen Langusten und der Killiecrankie Diamanten. Naja, es handelt sich eigentlich nicht um Diamanten. In Wirklichkeit sind es Topase. Aber sind sie erst einmal geschliffen und poliert, können nur noch Experten den Unterschied zwischen Killiecrankie Diamanten und echten Steinen erkennen. Ich bin nur ein bisschen am Strand spazieren gegangen und habe schon zwei oder drei Steine gefunden. Mit etwas Geschick kann ein Topazschleifer sie so schneiden und polieren, dass sie ganz schön was hergeben. Unweit von hier lebt ein Typ, den die Einheimischen den Killiecrankie-Diamantenkönig nennen. Sein Name ist Alan Wheatley. Alan hat mehr Killiecrankie-Diamanten gefunden als jeder andere. Und ich habe mir vorgenommen, ihn zu besuchen. Alan, der Killiecrankie-Diamantenkönig, der sein Leben lang auf Flinders Island wohnt, hat eine einzigartige Methode entwickelt, um an die Edelsteine zu kommen. Im Winter, wenn die See für einige Tage ruhig ist, taucht er mit einem großen, selbstgebauten Staubsauger ins eisige Wasser, um die Topase aus den Felsspalten zu saugen. Jeder Stein wird auf Fehler oder Risse untersucht und nach Qualität eingestuft, bevor er zum Schleifer gegeben wird. Ist der Topaz erst einmal geschliffen und poliert, nimmt er dieses diamantartige Aussehen an. Der Wert solcher Steine schwankt zwischen ein paar Dollar und mehreren Tausend, abhängig von Größe, Form und Farbe. Von Killiecrankie Bay aus fährt das Boot nach Süden, längs der Buchten und Meeresarme von Flinders Island. Bevor sie sich Zeit lassen für diese Insel, nehmen sie Kurs auf Cape Barren Island, die zweitgrößte Insel der Furneaux-Gruppe. Die Insel, voller Geheimnisse und Eigentümlichkeiten, auch von einiger geschichtlicher Bedeutung, wird nur sehr selten von Fremden besucht. In der Nähe liegt eines der besterhaltenen historischen Schiffswracks Australiens, die Farsund. Am 12. März 1912 war die Barkasse Farsund unter Kapitän Abrahamson von Buenos Aires kommend gerade 59 Tage unterwegs. Sie segelte nach Sydney, um dort Ladung aufzunehmen. Mit 6000 Tonnen Ballastsand beladen, geriet sie an jenem Tag in einen furchtbaren Südoststurm und wurde in nur 3 Meter tiefes Flachwasser gedrückt. Man warf die Anker aus und der Kapitän fuhr mit einem Beiboot nach Cape Barren Island, um in Launceston Hilfe zu holen. Von dort schickte man einen Schlepper, der die Farsund in tieferes Wasser ziehen sollte. Aber in der Zwischenzeit hatte ein weiterer Südoststurm die Barkasse rettungslos auf eine Sandbank geschoben. Und da liegt sie nun seit über 80 Jahren. Die Farsund rostet vor sich hin und wird bald zerfallen und wie all die anderen Wracks vor diesen sturmumtosten Inseln verschwinden. Am Morgen ist es wie gewöhnlich kalt und trübe. Der Mount Monroe ist wolkenverhangen, als die Männer sich zur kleinen Siedlung von Cape Barren aufmachen. Von den 126 Inseln zwischen Victoria und Tasmanien sind nur 7 ständig bewohnt. Obwohl sie nahe am dicht besiedelten Festland liegen, kennen nur wenige Australier diese bemerkenswert schönen Inseln. Die Siedlung von Cape Barren liegt in einer stillen Bucht, die gut geschützt ist vor den Stürmen der Bass Strait. Nur 70 Menschen, die Cape Barren-Insulaner, leben jetzt hier.
Viele von ihnen sind Nachfahren der ersten weißen Robbenfänger und deren Aborigine-Frauen. Cape Barren ist berühmt durch eine Wildvogelart, die großen Cape Barren-Gänse. Die Gänse gibt es nur in Australien und sie gehören zu den seltensten Wasservögeln auf der Welt. Die stattlichen Vögel wurden früher angeblich zum Schutz der Landwirtschaft abgeschossen. Ihre Eier wurden vernichtet und sie liefen Gefahr auszusterben. Heute, mit Hilfe von strengsten Schutzmaßnahmen, hat sich ihre Zahl wieder beträchtlich erhöht. Natürlich gibt es die immerwährende Kontroverse mit den hiesigen Farmern, ob man die weitere Vermehrung der Gänse zulassen soll. Manche glauben, dass zu viel wertvolles Weideland abgefressen wird. Besonders in den trockenen Sommermonaten, wenn sich die Gänse auf Flinders Island versammeln, um zu weiden. Trotzdem, es bleibt die Hoffnung, dass diese prächtigen Vögel nie wieder derart gejagt werden, dass sie fast aussterben. Der Franklin-Sund trennt Cape Barren Island von Flinders Island. Und die Vielzahl kleinerer Inseln dazwischen bildet ein großartiges Panorama. Lady Barren, der Seehafen von Flinders und das Zentrum der Krebsfischerei, schmiegt sich an die Spitze der Adelaide-Bucht. Das soll die nächste Reisestation sein. Gerade sind wir auf Flinders Island angelangt. Was für ein toller Ort. Eine schöne Landschaft, unzählige Historien, vor allem sehr angenehme Leute. Also, bevor wir Flinders wieder verlassen, will ich die ganze Ausrüstung abladen, das Boot rüberbringen zum großen Quay und es rundherum überprüfen lassen. Es muss auch unten untersucht werden. Schließlich wollen wir auch wieder heil über die Bass Strait an die Ostküste von Tasmanien nach Hobart kommen. Na, und da Sie schon da sind, schauen Sie sich nur um. Ich werde Ihnen derweil etwas über das Boot erzählen. Wir haben zwei Außenbordmotoren mit je 70 PS. Doppelmotoren natürlich, aus Sicherheitsgründen. Der gesamte Treibstoff ist in diesen aufblasbaren Schläuchen. Jeder fasst ca. 65 Liter. Weitere 200 Liter sind in dem Fass dort unter dem Sack. Unter der Mittelkonsole hier, der Sitz lässt sich hochklappen, haben wir drei Funkgeräte, auch die zu unserer Sicherheit. Alle Instrumente sind doppelt vorhanden, hier der Kompass. In den großen Tonnen sind alle möglichen Ausrüstungsgegenstände, Schwimmwesten und der ganze Kram. Hier ist noch eine. Unsere gesamte Kleidung liegt in diesen wasserdichten Behältern. Meine Kameraausrüstung befindet sich in dem großen Fiberglaskasten und dort in der Aluminiumkiste. Selbstverständlich gibt's Wasser, Ruder und Paddel und ein paar andere Dinge. Der Bootsführer sitzt natürlich hier oben. Und auch die Mitfahrer genießen First-Class-Unterbringung. Sie hocken hier auf diesem netten Stück Schaumstoff. Ist es ruhig, schlafen sie unter der Plane. Ist die See rau, müssen sie sich einfach festhalten. Größe und Form des Schlauchbootes bedingen, dass es für eine Inspektion völlig aus dem Wasser gehoben werden muss. Südlich von Flinders Island sind die Wetterverhältnisse ungleich härter und Malcolm muss das Boot vor der Weiterfahrt sorgfältig untersuchen. Das Fahrzeug besitzt getrennte Luftkammern. Bei einem Leck wird die Luft also nur aus einer Kammer entweichen. Auch das ist eine lebenswichtige Sicherheitsvorkehrung. Nach einer akribischen Untersuchung wird das Boot wieder zu Wasser gebracht. Doch bevor sie die Insel verlassen, gibt's noch eine Menge zu sehen. Als erstes schafft es Malcolm, dass sie von den Fischern mitgenommen werden, um die großen tasmanischen Langusten zu fangen. Auch Jack Shaw hatte sein Boot eine Zeit an Land. Mit frisch gestrichenem Rumpf fährt er nun raus, um seine Fangkörbe zu kontrollieren. Sein junger Gehilfe bereitet die frischen Köder vor. Zwei Stunden nach Verlassen von Lady Barren sichten sie die ersten Markierungen. Das Hinaufziehen der Körbe ist Teamwork. Der Kapitän manövriert das Boot, der Schiffsjunge holt Seile und Bojen ein. In dieser Branche sind strenge Kontrollen üblich. Jack misst jeden Krebs, um sicherzugehen, dass er die vorgegebene Größe hat. Nur einen Millimeter darunter und er wirft ihn zurück ins Wasser. Krebse sind die Haupteinnahmequelle für den Kapitän. Er erhält durchschnittlich 10 Dollar pro Kilo. Sein Decksmann bekommt Prozente. Die Anzahl der Körbe, die ein Krebsfischer setzen darf, ist abhängig von der Länge seines Bootes. Jack Shaw hat man 38 Fangkörbe genehmigt mit einer Lizenzgebühr von 4.000 australischen Dollar pro Korb. Das macht also 152.000 Dollar.
Addiert man 100.000 Dollar für Boot und Ausrüstung pro Jahr plus gesammelte Erfahrung, wird klar, nur ein harter Schlag von Männern ist in der Lage, Krebsfischerei zu betreiben. Heute ist es ausgesprochen ruhig und warm, an den meisten Tagen aber rau, windig und kalt. Die Fangkörbe werden mit Ködern bestückt. Jack beobachtet das Echolot. Seine Kenntnisse über den Meeresboden entscheiden darüber, wie der Fang ausfällt. Die Körbe müssen möglichst neben eine der Felsspalten platziert werden, in denen sich die Krebse verstecken. Die Fischer sehen jeden Tag nach den Fangkörben, außer die See ist so rau, dass man den Hafen nicht verlassen kann. Alle Fischer bevorzugen eine bestimmte Korbart. Bruce Greenow, auch Krebsfischer aus Lady Barron, fertigt seine Körbe selbst. Das Holz sammelt er im Melaleuca-Dick. Die Ruten sollten lang und halbwegs gerade sein. Sie werden mehrere Stunden gedämpft, um sie biegsam zu machen. Bruce beginnt mit dem Hals des Korbs, dem Teil, durch den die Krebse hineinkriechen. Hat der Hals eine ausreichende Länge erreicht, kommen die Seiten dran und der Korb erhält langsam seine eigenartige Form. Die gedämpften Ruten sind weich und biegsam und lassen sich gut verarbeiten. Ein derartiger Korb wird wenigstens 2 Jahre halten. Festes Kabel und Draht werden für die Unterseite verwandt, damit der Fangkorb guten Halt auf dem Meeresboden bekommt. Der fertige Korb, bereit für seinen ersten Einsatz. Das größte Problem ist, einen ständigen Vorrat an Ködern zu halten. Und so ist die Schleppangel immer im Einsatz. Bruce fischt an der Ostküste von Flinders Island, wo man gewöhnlich um diese Jahreszeit etwas mehr Schutz vor der Witterung findet. Trotzdem, es ist bitterkalt. In diesen Gewässern ist das Wetter so wechselhaft, dass es im Moment ruhig und schön sein kann. Im nächsten Augenblick aber der Wind auffrischt, die Temperatur fällt und Regenstürme die Verhältnisse extrem verschlechtern. Aber die Fangkörbe müssen bei fast jedem Wetter kontrolliert werden. Alle Krebsfangboote besitzen einen großen Behälter, in dem sich ständig frisches Meerwasser befindet. In diesem Tank bleiben die lebenden Krebse, bis sie verkauft werden. Die meisten gehen in die Spitzenrestaurants von Sydney und Melbourne. Manche Krebse sind riesig. Solche Monster bringen bestimmt an die 60 australische Dollar pro Stück. Bruce zeigt Markham einen merkwürdigen Balanceakt. Kitzeln Sie einen großen Krebs an seiner Unterseite und er versteift sich, wird völlig starr. Ein anderes seltsames Meerestier findet sich im Fangkorb, ein Einsiedlerkrebs. Als Aasfresser ist er der Müllschlucker der Ozeane. Dieser fast prähistorisch aussehende Hai kann auch stundenlang außerhalb des Wassers existieren. Jeder Tag auf einem Krebsfangboot ist ein harter Tag. Aber zum Schluss gibt's auch immer die Belohnung, eine gute Mahlzeit aus Krebsschwänzen. Ein paar Männer, die sich ebenfalls bei harten Arbeitsbedingungen schinden, können vielleicht sogar noch mehr verdienen als die Krebsfischer. Es sind Abalone-Taucher. Sie schwimmen den ganzen Tag unten im eiskalten Wasser zwischen den wogenden Seegrasfeldern und sammeln die nicht ganz einfach zu bekommenden Abalone vom Meeresboden auf. Ständig arbeiten sie mit dem Risiko einer Haiattacke. Und einige von ihnen sind auch schon von White Pointers, den Weißhaien, getötet worden. Doch der Anreiz ist groß. Die Taucher können bis zu 300.000 australische Dollar pro Jahr verdienen. Die Ohrschnecke wird in die USA, nach Hongkong und Japan exportiert, wo sie als ausgesprochene Delikatesse gilt.
Der alte Kapitän erinnert sich gut an einen Haiangriff. Ein Rettungsschwimmer, der als Koch auf einem Schiff arbeitete, wollte eines Tages nur so wegen der sportlichen Leistung an Land schwimmen. Auf der Hälfte der Strecke wollte er sich etwas ausruhen und ließ sich treiben. Was geschah dann? Sobald er in Rückenlage war, griff der Hai an. Ihr wart aber nicht sicher, was für ein Hai es war. Ihr glaubtet, es sei ein White Pointer. Unser Boot befand sich circa 2 Meilen von der Schifffahrtsrinne entfernt. Wir wollten ein paar Fangkörbe hochholen. Ja und? Der Junge schrie, ein Hai! Aber er schwamm weiter. Ja, wenn er noch 10 oder 20 Yards geschwommen wäre, hätte er festen Boden unter den Füßen gehabt. Und dieser White Pointer kam hoch und packte ihn am Hintern. Habt ihr es geschafft, hinzufahren und den Jungen rauszuziehen? Ja, wir haben ihn rausgezogen. Und lebt er noch? Lebt er, aber lag in einer riesigen Blutlache. Und landete im Yarram Hospital. Wurde mit 290 Stichen genäht. Wie lange war er drin? 6 Monate? Ja. Und er lebt heute noch? Er ist verheiratet. Nur beim Gehen hinkt er ein bisschen. Das ist alles, was davon zurückgeblieben ist. Das ist schon eine tolle Geschichte. Der Arzt war Dr. Martin. Gleich nachdem wir den Jungen hatten, funkten wir die Whirlpool-Küstenwache an. Über Funk hielten wir den ganzen Weg Kontakt mit Dr. Martin. Als wir am Cay festmachten, schafften wir den Jungen unverzüglich ins Yarram Hospital. Der Doktor hat die Nacht durchoperiert. Das Wichtigste an dieser Geschichte aber ist, die Fischer hatten nie geglaubt, dass Haie im Winter in seichte Gewässer kommen würden. Sie hatten sich geirrt. Flinders Island, nach dem überragenden Navigator Matthew Flinders benannt, hat heute 1.100 Einwohner. Alle, die den Lebensunterhalt nicht dem Meer verdanken, sind Farmer, die ihr Vieh auf dem australischen Festland verkaufen. Die Insel ist ein Hort des Friedens und der Ruhe, bewacht von den geheimnisvollen Strzelecki-Bergen. 1830 ereignete sich hier in Wybalina eine der größten australischen Tragödien. Wybalina wurde zum letzten Zufluchtsort der tasmanischen Aborigines. Das einzige Gebäude, das heute daran erinnert, ist die kürzlich restaurierte Kapelle. Ein gewisser George Augustus Robinson, getrieben von missionarischem Übereifer, reiste durch ganz Tasmanien und trieb die letzten lebenden Eingeborenen zusammen. 160 unglückliche Menschen voller Heimweh wurden per Schiff hierher gebracht. Innerhalb weniger Jahre starben 115. Die letzten 45 wurden zur Oyster Bay in der Nähe von Hobart geschickt, um dort ihren Frieden zu finden. Als letzte starb Traganini, eine brave Frau, die vergeblich darum bat, dass ihre sterblichen Überreste in Würde beigesetzt werden und nicht wissenschaftlichen Studien dienen sollten. An jenes traurige Kapitel erinnert heute nur noch die leere Kirche, in der Robinson kläglich dabei versagte, diese uralte Rasse zu christianisieren. Das Schlauchboot wird erneut beladen und Markham trifft alle Vorbereitungen für die Überfahrt nach Tasmanien. Überrascht muss er erfahren, dass seine Mannschaft nicht weiter mitmachen will. Die Witterungsbedingungen sind ihnen zu schlecht, sie wollen zurück nach Sydney. Der 21-jährige Stephen Eastwood aus Hobart ist Markhams neuer Begleiter. An Kälte gewöhnt, versetzt ihn das raue Klima geradezu in Hochstimmung. Flatheads, Drachenköpfe in brauchbarer Größe, gibt's in all den Buchten genügend. Es ist kinderleicht, sich eine Mahlzeit zu fangen. Markham und Stephen halten Kurs auf Kent Bay an der Südspitze von Cape Barron Island. Wieder ein geschichtsträchtiger Ort, aber so abgelegen, dass nur wenige Leute vorbeikommen. Wir sind gerade in Kent Bay. Das ist ein sehr interessanter Ort. 1799 ankerte hier die Nautilus. Captain Bishop und seine Mannschaft gingen an Land und schlugen ein Lager auf. Es wurde die erste Siedlung außerhalb Sydneys. Dafür gab es nur einen Grund, die Robbenjagd. In 5 Monaten erschlugen sie 9000 Pelzrobben. Die abgezogenen Häute schickten sie nach Sydney. 1799 zahlte man 14 Schilling pro Stück. Können Sie sich das vorstellen? 14 Schilling. Das war damals ein Haufen Geld. Natürlich setzte nun der große Run ein. Nach 3 Jahren gab es hier über 200 Robbenjäger und ein paar Walfänger, die vor diesen Inseln Jagd machten auf die Pelzträger. Damaligen Berichten zufolge wimmelte es auf all den kleinen Inseln vor Robben. Aber zwischen 1800 und 1806 erschlugen die Robbenjäger über 100.000 Tiere, zogen ihnen die Häute ab und verkauften sie. In nur 20 Jahren brach das Geschäft mit den Robben völlig zusammen. Ihr Bestand war praktisch ausgelöscht. Selbst heute gibt es vergleichsweise noch sehr wenige Robben auf den Inseln der Bass Strait.
Markham und Stephen ankern zwischen zwei Inseln, die für sie von besonderem Interesse sind. Rum Island und Preservation Island. Aus Granit bestehend haben sie sich in den 12.000 Jahren seit der Eiszeitüberflutung wenig verändert. Ein so weiches Licht, solche pastelligen Farben, findet man nirgendwo sonst in Australien. So, hier sind wir also auf Preservation Island. Wir haben einen wunderschönen, ruhigen Tag. Ganz anders muss es damals gewesen sein. Nicht lange nachdem die erste Flotte aus England in die kleine Bucht von Sydney, die Sydney Cove, gesegelt war, lief hier ein Segelschiff mit Namen Sydney Cove vorbei. Von Kalkutta kommend, mit 7000 Gallonen Rum und anderen Gütern beladen, geriet es in einen der gefürchteten Oststürme. Natürlich gab es zu der Zeit keinerlei Karten von dem Gebiet. Hier vor dieser kleinen Insel erlitt die Sydney Cove Schiffbruch. Aber auf wunderbare Weise konnte sich die gesamte Mannschaft lebend an Land retten. Deswegen nennt man sie heute Preservation Island, Insel der Rettung. Und dann gibt es noch diese winzige Insel, die Rum Island genannt wird. Jedenfalls hat nach ihrer Rettung der Kapitän 18 Männer bestimmt, die mit dem großen Beiboot nach Sydney rudern sollten. All the way north to Sydney. Well, they battled the elements of 2 Wochen lang kämpften sie gegen die Naturgewalten der Bass Strait. Schließlich wurden sie am 90 Meilen langen Strand zwischen Port Albert und Lakes Entrance an Land geworfen. Das Beiboot wurde zerschmettert. Was ihnen blieb, war nach Norden zu laufen in Richtung Sydney. Und vergessen Sie nicht, es war eine völlig unbekannte Küste für die Männer. Ja, innerhalb von 4 Wochen starben 9 von ihnen. Einige vor Erschöpfung, andere wurden durch Eingeborenen-Speere getötet. Die Überlebenden liefen wieder 4 Wochen die Küste entlang nach Norden. Einen weiteren Monat später waren nur noch 3 Männer am Leben. Sie schleppten sich den Strand in der Nähe der Botany Bay entlang, erschöpft, vom Tode gezeichnet, als sie endlich von einem Boot aus der Sydney Cove entdeckt und in die Stadt gebracht wurden. Natürlich schickte man sofort ein Schiff hierher zum Preservation Island, das die restlichen Überlebenden aufnahm. Und ich wette mit Ihnen, die haben auch eine Menge von den 7000 Gallonen Rum gerettet. Diese Inseln sind auch die Heimat eines der faszinierendsten Vögel auf der Welt, dem Shearwater, Wasserscherer oder wie die Leute hier sagen, Muttonbird, Hammelvogel. Jedes Jahr im September kommen sie zur Paarung auf die gleiche Insel zurück und legen gewöhnlich am gleichen Nistplatz, einem Sandloch, ein großes Ei. Jetzt sind wir mitten in der Brutzeit. Die Altvögel sind über dem Meer, um Futter zu holen. Die Küken in ihren Erdlöchern verhalten sich still. Alle Eier werden zum gleichen Zeitpunkt gelegt, sodass die Küken innerhalb weniger Tage nacheinander schlüpfen. Sie wachsen schnell und Ende April, wenn sie die Erdlöcher verlassen, sind sie kräftig genug für den Flug nach Norden. Und das macht die Muttonbirds so bemerkenswert. Jedes Jahr führt ihre Wanderung zur nördlichen Halbkugel über Neuseeland, Japan, die Arktis zur Westküste der USA, bevor sie wieder Jahr für Jahr zum gleichen Nistloch zurückkehren. Ein beringter Jungvogel, der hier losgeflogen war, wurde 4 Wochen später in der Beringstraße von einem Eskimo gefunden. Der Vogel hatte 12.000 Kilometer zurückgelegt. Es gilt als sicher, dass Hammelvögel mindestens 30 Jahre alt werden und den größten Teil ihres Lebens auf dem Meer verbringen. Sie sind geschickte Taucher, die sich vor allem von kleinen Meerestieren ernähren. Mit der alljährlichen Ankunft der Muttonbirds, die zwischen den Tassock-Gräsern brüten, kommt es zu einer eigentümlichen Aktion. Der Muttonbird-Ernte. Die Muttonbird-Fänger leben in spartanischen Hütten am Strand, deren Einrichtung ein wenig an frühere Zeiten erinnert. In vielen Hütten arbeiten Inselbewohner, in anderen hausen Fremde, die jedes Jahr zur Ernte herkommen. Das wichtigste Werkzeug für jeden Fänger ist ein starker Stock, um die Vögel damit wegtragen zu können. Gut mit Muttonbird-Öl eingerieben, ist der Stock einsatzbereit. Die wirtschaftliche Verwertung von Jungvögeln wird von der Verwaltung für Nationalparks und Wildtiere streng kontrolliert. Jede Fangmannschaft operiert in einem vorher markierten Gebiet. In jeder der Hütten arbeiten ca. 8 Menschen. Die Fänger sammeln die noch flugunfähigen Jungvögel ein und bringen sie zu den Hütten.
Aus den Mägen der Vögel wird ein außerordentlich wertvolles Öl gepresst, das für pharmazeutische Produkte gebraucht wird. Danach wirft man die Tiere ins sogenannte Rupfhaus. Dort, etwa einen Meter unter der Erdoberfläche, arbeiten die Rupfer die gesamte Saison über. Schließlich werden die Vögel gebrüht, wobei sie den letzten Rest Flaum verlieren, ausgenommen und verpackt. Vor Jahren noch wurden die Muttonbirds eingesalzen. Jetzt friert man sie für den Verkauf ein. Das Fleisch besitzt ein starkes, ganz besonderes Aroma. In früheren Jahren drehte sich alles um die Muttonbird-Industrie. Die Schulen verlegten sogar die Weihnachtsferien in die Muttonbird-Saison. 1933 wurden über 800.000 Vögel getötet. Heute gibt es insgesamt nur noch ein paar hunderttausend. Einige Interessengruppen versuchen, das Fangen der Muttonbirds zu stoppen. Aber das gerade ist der Streitpunkt, denn für viele Inselbewohner ist der Fang traditioneller Beruf und Gelderwerb. Mehrere Inseln sind zu Naturschutzgebieten erklärt worden. Es darf auf ihnen kein Vieh gezüchtet werden. Und das Fangen von Muttonbirds ist auf einigen nicht mehr erlaubt. Diese einzigartige Branche in der Bass Strait stirbt auch aus, da immer weniger Menschen bereit sind, eine so anstrengende Arbeit zu tun. Unten vor den Hütten versammeln sich die Möwen, um sich an den Resten der Muttonbirds zu laben. Am Strand entdeckt Steven einen merkwürdigen Knochen, den er untersucht, der Kiefer eines großen Wals. Die Einheimischen berichten, der Wal habe sich vor ungefähr 15 Monaten in den seichten Gewässern des Franklin-Sunds verirrt und sei am Strand verendet. Überraschenderweise liegt auch nach so langer Zeit noch immer ein Stück Walfett im Sand. Wale stranden hier seit eh und je. Die großen Wirbel und andere Knochen werden gern von den Einheimischen aufbewahrt. Längst hatte Herbst begonnen. Das Wetter verschlechtert sich zusehends. Malcolm muss weiterfahren. Steven sucht Schutz unter der Plane. Malcolm versucht, sich warm zu halten, während er die Karten studiert für den vor ihnen liegenden Teil der Reise. Banks Strait, die Strecke zwischen der Furneaux-Inselgruppe und Tasmanien, ist gefährlich und berüchtigt für ihr raues Klima. Markham atmet auf, als sie die Ostküste von Tasmanien erreichen und den Leuchtturm am Eddiston Point passieren. Für ein oder zwei Tage klart es auf. Die Fahrt geht weiter nach Süden, am kleinen Fischereihafen Bishinow vorbei, nach Wineglass Bay, dem schönsten Naturschutzgebiet an der tasmanischen Ostküste. Die Bucht ist noch immer ziemlich unentdeckt, weil die Straße von Hobart kommend weit drinnen im Land endet und man nur durch einen mehr als einstündigen Fußmarsch über einen Buschpfad in die Bucht gelangen kann. Tasmanien hat noch große Waldgebiete. Die Fauna dieser Wälder ist vielfältig. Einige Tierarten trifft man nur in Tasmanien. Diese Wildnis wird zuweilen auch Tigerland genannt. Einst streifte der tasmanische Tiger durch die Gegend. Yes. Tja, das ist das Tigerland, die entlegenste Wildnis von Tasmanien. Ist der Thylacine oder tasmanische Tiger, wie er im Volksmund genannt wird, ausgestorben? Nun, genau weiß das niemand. Aber alle möglichen Leute bekommen ihn angeblich dauernd zu Gesicht. Buschläufer und Sägewerksarbeiter im Wald, Reisende erblicken ihn am Straßenrand. Man kann also die Hoffnung behalten, dass in irgendeiner entlegenen Ecke ein paar tasmanische Tiger frei herumlaufen. Als die Europäer auf Tasmanien landeten, war der Thylacine, auch Beutelwolf, nichts Ungewöhnliches. Zu Beginn des Jahrhunderts reduzierte sich sein Vorkommen drastisch. Man nahm an, eine Epidemie sei die Hauptursache. Aber es wurden auch viele von Jägern getötet, weil man dem tasmanischen Tiger die Schuld gab für Angriffe auf Schafe und Geflügel. Vor 1900 setzte die Regierung ein offizielles Kopfgeld aus und so wurden zwischen 1888 und 1909 über 2000 Häute abgeliefert. Man zahlte den Jägern 1 Pfund pro Haut. Der letzte wildlebende tasmanische Tiger wurde 1930 geschossen. Und der letzte Gefangene starb 1933 im Zoo von Hobart.
Diese Aufnahmen eines in Gefangenschaft lebenden tasmanischen Tigers zeigen seine beachtliche Größe, das kräftige Gebiss und die auffälligen Streifen. Er ist eindeutig das größte fleischfressende Beuteltier auf der Welt. Und es würde eine Tragödie sein, wenn der Thylacine tatsächlich ausgestorben wäre. Auf dem australischen Festland starb er bereits vor mehreren tausend Jahren aus, als die Aborigines mit dem Dingo kamen, einem alles beherrschenden Räuber. Es gibt in Tasmanien noch immer viel unberührte Natur und anerkannte Experten glauben, dass der tasmanische Tiger lebt. Behalten wir die Hoffnung, dass sie recht haben. Kängurus, die wichtigste Nahrungsquelle für den Thylacine, sind jedenfalls genug vorhanden. Es ist später Nachmittag und sehr kalt. Aber zu dieser Tageszeit bekomme ich vielleicht ein weiteres berühmtes tasmanisches Beuteltier zu sehen. Und zwar den scheinbar übellaunigen und, wie manche Leute sagen, hässlichen kleinen Tasmanian Devil. Den tasmanischen Teufel. Ich finde sie großartig. Sie schlafen den ganzen Tag und kommen nachts hervor. Ich weiß nicht, warum sie hier nur bei dieser Kälte rauskommen. Die Sonne geht bald unter und wenn ich Glück habe, begegnen mir ein oder zwei von ihnen. Der tasmanische Teufel ist ein Aasfresser und dieses tote Känguru zieht ein Rudel junger Teufelchen magisch an. Fauchend und knurrend verteidigen sie ihre Beute. Zur gleichen Zeit, als der tasmanische Tiger ausstarb, verringerte sich auch die Zahl der Devils sehr stark. Heute ist ihr Vorkommen wieder im Steigen begriffen. Das größte Problem beim Befahren der Tasmanischen See ist das wechselhafte Wetter. Zwei, drei Tage ist es ruhig, doch dann zieht eine Kaltfront auf und am Morgen friert man fürchterlich. Beim Verlassen der Wineglass Bay peitschen Wind und Regenschauer das Boot und es kommt nur schwer voran. Endlich zieht das Tief ab und das Wetter bessert sich. Nach der beschwerlichen Reise die Küste hinunter sind die geschützten Gewässer der Blackmoor Bay eine willkommene Abwechslung. Nun geht es unaufhaltsam weiter. Malcolm und Steven erreichen Tasman Island am südlichen Ende der tasmanischen Halbinsel. Die orgelpfeifenartigen Doloritfelsen bilden ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Nur Fischer und Yachteigner kommen so nah an diese bemerkenswerten Steine heran. Es ist der wildeste und einsamste Teil der tasmanischen Küste und deshalb unklug, hier allzu lange zu verweilen. Nächster Halt ist Port Arthur, einst berüchtigte Gefangenenkolonie Australiens, jetzt nur noch eine düstere Erinnerung an eine unschöne Vergangenheit. Errichtet 1830, als Australien mit der großen Zahl von Sträflingen fertig werden musste, die man hierher schickte, kam es bald in den Ruf eines brutal geführten und fürchterlichen Gefängnisses. Als es 1877 endgültig geschlossen wurde, hatten 12.000 Sträflinge hier ihre Zeit abgesessen. 1835 wurde der Wachturm errichtet zum Schutz der Baracken, in denen die Wachsoldaten lebten. Denn der Kommandant fürchtete ständig einen Massenaufruhr unter den Gefangenen. Heute ist Port Arthur eine Attraktion für Besucher aus aller Welt und es werden große Anstrengungen unternommen, um den weiteren Verfall der Ruinen zu stoppen. Sie
verlassen die schützenden Gewässer von Port Arthur. Malcolm und Stephen fahren Richtung Storm Bay, der bekannten Wasserstraße auf dem Weg nach Hobart. Aber sie unterbrechen noch einmal die Fahrt, um die majestätische Schönheit und Größe von Cape Raoul zu bewundern. Vielleicht noch spektakulärer als Tasman Island. Vier Stunden später erreichen sie den Derwent River und machen am Quai von Hobart fest. Eine lange, schwere Tour geht zu Ende. Zurück bleibt die Erinnerung an unvergessliche Erlebnisse.